willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Wir spielen Yuvi gegen Balas. Die Picks sind absolut random. Wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasset die Spiele beginnen. Joho und willkommen zu einem neuen Teil von Let's Play oder Let's Battle, Anfang verkackt. Yay! Ey, egal. Fang du einfach an, los. Genau, also wir fangen gleich an. Wir spielen jetzt gegeneinander wieder, LOL und so. Ja, hier, League of Legends, und wir hauen uns gegenseitig auf die Schnauze und haben schon wieder Helden, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Ja, also Yuvi spielt mit Mundo gegen mich mit Draven. Ja, Draven ist natürlich der absolut coolste. Ich hab ihn noch einmal gespielt bisher. Ich fand ihn nicht so beeindruckend. So, schauen wir mal, was habe ich eigentlich hier für Skills? So, bla bla bla, macht mehr Schaden, ist total geil. Und ja, super. Macht auch irgendwas und ist auch total geil. Und macht auch Damage, glaube ich. Und ist auch voll super. Ah, okay, das ist natürlich cool. Dann haben wir hier, und macht Damage und hey. Und ich habe eine Ulti. Ulti! Ich will ulten. Ulti macht so Damage, glaube ich. Meinst du? Glaube ich. So, mal gucken. Ja, wird schon. Ich meine, das war eigentlich der, oder? Genau, das ist der mit dem. Okay. Und das ist der mit dem. Okay. Und das. Okay. Ich hab einen Beil. Ich bin glücklich. Ich hab zwei. Poke. Ach nee, ist der Nahkämpfer. Moment. Was macht das? Was macht das? Kann das was? Nein! Ich muss hier weg. Nein! Wie hab ich das gemacht? Du spielst Mundo! Du musst ihn nicht verstehen. Mundo! Mundo muss man nicht verstehen, der macht einfach Damage. Niemand weiß wie, aber er macht. Achso, okay. Ich verstehe nicht. Du musst aufpassen, wenn du dein Einskill anlässt, dann verbrennst du die ganze Zeit dein Leben. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Wie war das eigentlich mit der neuen Passiv? Bei Draven weiß ich es ehrlich gesagt nicht, seitdem habe ich ihn nicht mehr gespielt. Komm. No. That's slow. Smooth. Alter. Skillshotten kann ich. Nicht. Hilfe! Abgedreht, Glück gehabt. Er verfolgt mich. Draven! Aber Draven ist eh der coolste. Draven ist wirklich der coolste. Weil er absolut eingebildet ist. Das ist voll sympathisch. Aha, das ist ja interessant. Ja, oder? Hast gerade ein Ulti gelesen? Lol, der hat sogar getroffen. Schloch. Nein. Au. So, erstmal vom Plus wegschubsen und dann holen. Jawohl. Aber das ist sinnvoll, was ich mir geholt habe. Wahrscheinlich nicht so richtig. Was denn? Cooldown Reduction. Ja. Oh, ich weiß auch nicht. Achso. Das funktioniert so gar nicht. Achso. Da. Nehmen wir mal das. Nein! Lass mich in Ruhe, du scheiß Tower. Now this is how to move. Ich hab die Befürchtung, krieg ich jetzt gleich ordentlich auf die Schnauze irgendwie. Ich hoffe es auch. Also ich befürchte es nicht, ich hoffe es halt, ne? Oh, wie weit fliegt meine Axt zurück? Was ist da los? Das ist Draven, mein Gott. Ja,
meine Magic Axe of Magic Destruction. Huch. Doom. Das wollte ich eigentlich machen. Auf Doom. Doom. Doom Destruction. Doom, Doom ist immer ganz wichtig. Das ist meine Doom-Doom-Geschoss. Hilfe. Ich hasse übrigens Tanks. Nur mal so. Ich bin Tankspieler, ich mag Tanks. Am Ende muss ich sagen, habe ich auch noch nie so oft gespielt. Ich habe ein, zweimal gespielt bisher. Wir spielen ja als Jungler oder. Ey! Genau dazwischen durch, Arschloch. Moin! Ui. Aha, man muss den einfach powermäßig aggressiv spielen. Ich glaube, das trifft ihn relativ gut. So, lass mal da drauf gehen. Also, ich hab's vorhin zu Balas schon mal gesagt, aber Mundo habe ich mir wirklich nur aus einem Grund geholt, nämlich um die Liste weiter voll zu machen. Also die Heldenliste meine ich damit. Ja, ist ja okay. Also Mundo ist schon interessant, finde ich, aber ich müsste ihn auch mal öfter spielen, um ihn zu trainieren. Ja gut, wenn man Tanks spielen mag, dann ist der bestimmt genau der Richtige, aber wenn nicht, dann sollte man es lieber lassen. Hit. Oh. No. Oh. No. Oh. Oh. Arme Juri. So schade. Draven. Na gut, aber hier muss ich sagen, sind meine Siegeschancen wahrscheinlich etwas höher als deine. Das weiß ich nicht. Aber vermutlich ist es so. Weil ich halt doch als Draven effektiver pushen kann als du wahrscheinlich als Mundo. Ja, mal gucken. Ja, klar. Da muss ich sagen, hätte ich lieber irgendwie einen Siren gehabt oder so. Den habe ich zwar auch noch nie gespielt, aber ich glaube, der wäre mir da lieber gewesen. Nein. Ich finde seine Sprüche irgendwie cool. Ja, Draven ist einfach so eine eingebildete Sau. Ich finde ihn super. Ich glaube, der Gladiator Draven war das ja, der sich auch erstmal so anjubeln lässt, oder? Kann schon sein. Nein. Ja, okay, da bin ich tot. Hacken und schlachten, hacken und schlachten. So. Irgendwas will Mundo machen, ich hab's nicht genau verstanden. Mundo goes where he pleases. Stimmt, das könnte es gewesen sein. Aha. Woher weißt du das? Schockierend. Weil Mundo das nur mal macht, ne? Mundo geht dahin, wo er hingehen will. Zum Beispiel meine Ulti. Da wollte er jetzt zum Beispiel hingehen, ne? Hat er gesagt? Ja, hab ich schon wieder nicht genau verstanden. Alter, fucking Tower. Ja, sollte ich vielleicht mal ausmachen, den Spaß. Man, I'm good. Worauf skaliert das Ding eigentlich? Skaliert das überhaupt auf irgendwas? Nö. Irgendwie nicht. Ja. Ja. Ich muss mir echt mal. Ja, aber der Live-Rack ist ja echt pervers. Ja.
muss ich mir noch was gegen einfallen lassen. Ein Anti-Life-Rack-Item. Ja. Ja, gibt's ja. Ein Anti-Life-Rack-Item? Was denkst du da gerade? Ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding hieß, was halt da so klaffende Wunden oder wie es heißt dann verursacht. Und Wunden verringern ja die erhaltene Heilung um 50%. Ich hab auch ja, vergessen, wie es hieß. Sagt mir was, ich auch. Gebüsch. Ach, da. Da ist Mundo. Wo ist Mundo? Mundo. Da Mundo. Ist da. Achso. Ach, das. Ich hasse Nahkämpfer. Die wollen immer nah ran. Zum Kämpfen. Nahkämpfer. Weil man Fernkämpfer ist. Alter, das war dein Ulti, oder? Ja. Scheiße. Die ich aber von Anfang an im Kampf nur drauf hatte. Echt? Ja. Die ist mir erst zum Ende hin extrem aufgefallen. Tank you like a boss. Ja, du tankst mich hier zu Tode. Ich sollte den Scheiß vielleicht immer noch ausmachen. Nein, nein, lass ruhig an. Ist okay. Okay. Ich kann nicht mit leben. Ach komm. So. Ah. This is where Draven shines. Lass ja das Plus in Ruhe und schmeiß da nichts hin. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, irgendwie, um hier zu bestehen. Ich versuche gerade hier zu verhindern, dass du hier bestehst. Ah, da hat er direkt der Ulti nicht ausgereicht. Ich hab auch einen Ignite mit drauf gesetzt. Ja, ja. Damit ist, du ja nicht mit deiner Ulti so viel regst. Ist mir schon aufgefallen. Schwein. So. Okay, ich hab dich getroffen. Nein! Kacken dreist. Du hast Draven verletzt. Wie kannst du es nur wagen? Was nehme ich als nächstes damit? Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Mundo goes this way. Ich habe einen Plan. Und bald kein Tower mehr. Ja, ja, passt schon. Dir fehlt auch ein Tower. Vor deinem Ende. Ah.
Alter, was ist das für ein perverser Rank, ey? Und wie viel Schaden hat dir so die Thornmail gemacht? Alter. 517. Kenner. Aber trotzdem, dieser Rank von dir, das ist ja pervers. Ja, die Ulti ist halt echt krass. Ich meine, du bist schon wieder voll. Ja. Scheiß Thornmail noch mit dazu hier. Da bin ich doch echt mies gegen Draven. What the? Warum? Das Spiel verarscht mich. Warum? Was tut das? Es hat mich verarscht, der Penner. Ach Leute, das schießt ein Tower an, ja. Mundo, Mundo! Geh sterben, Mundo! Aber Mundo, Mundo? Nein. LOL! What the fuck? Ich aber komm dagegen an! Das ist doch gelaufen! Alter, wie krass ist der Live-Rack? Guck dir das an! Der ist pervers! Mundo ist krank! Alter Vater! Du kannst auch halt rein auf Armor gehen hier, das ist cool. Ja, aber trotzdem, dieser Live-Rack, bitte. Ja. Also, das ist schon kein Live-Rack mehr, das ist so einmal Lebensbalken wieder auffüllen. Wie steht das? Nix weg. Komm zurück, Angst. Guck dir das Komm an. Zurück. Hier, guck mal. Penner, ich will's gar nicht sehen. Ich guck jetzt hier die ganze Zeit nur noch die Items an. Alter Vater, ich bin gerade ein bisschen geflasht von Mundo. Ich hasse Yuvi. Ich hasse Yuvi. Hab ich schon erwähnt? Ich hasse Yuvi. Ich auch übrigens. Du hast dich auch? Hast ja. Ja, das war ja ein ungleiches Duell. Also sehr ungleich sogar. Der hat mich einfach tot getankt. Die Sau. Ja, das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Also, dass das jetzt so schlimm endet, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Okay, aber ich würde sagen, Leute. Das war's mal wieder für dieses Battle. Das war jetzt erstmal in Anführungszeichen das letzte Battle. Nächste Woche wird es keins geben, da sind wir ja nicht da und können dementsprechend überhaupt keins aufnehmen. Das bitte nicht vergessen und nicht auch nicht vergessen, dass wir... hör auf zu labern, Lissandra. Und bitte nicht vergessen, dass wir nach dieser Woche Urlaub auch weitermachen. Ganz wichtig. Genau. Ne? Also, wir sehen uns. Wir sehen uns nach unserem Urlaub. Bis dahin, Leute. Tschüss. Ich auch, tschüss. Also, winke, winke.